Höchstwahrscheinlich. Weiß nicht, was er meint. Ja, daraus kann man nichts Vernünftiges bauen. Soll die nur weiter über ihre komischen Fischkonserven reden? Ist mir doch egal, ich mach jetzt hier weiter. So, das ist jetzt so ein beschissenes Haus, habe ich noch selten gebaut. Mal gucken, wer da kommt als Mieter. Ein Hülottl. Warum seid ihr heute alle so feindlich zu mir? Ich glaube fast eher, es wird wieder ein Klitsch. Weil die nehmen ja alles. Also, dieses Hive-Biom war eher klein, eher winzig, würde ich sagen. Okay. Oh, es ist ein Floraner geworden. Florin Best Shooter. Ja, gehst du dann auf Steam und ragest in den Community-Foren ab, wie scheiße casual die meisten Spieler doch sind, hä? Na gut, wenn man nichts anderes spielt, dann wird man zwangsläufig in den einen Spiel vielleicht dann doch mal gut. Ja, aber wie viel tausend CSGO-Spieler gibt's? Millionen. Ja, die meisten spielen auch nichts anderes. Spezialisierung ist zwar schön, aber man braucht Abwechslung. Was? I wish to initiate a friendship with Kichiro. Okay, die will eine Freundschaft aufbauen. Gut, machen wir. Die wohnen nebeneinander und ich soll jetzt in ihre Briefe hin und ertragen. Da unten geht's vielleicht doch weiter mit dem Hive-Biom. Ja, dann bitte bring noch mehr Blöcke mit. Und hier gibt's auch neue Sachen zum Scannen. Also einzigartige Sachen, ne? Sagen wir es mal so. Ja, weil wer kauft das schon? Es ist ja so grell. Das ist immer schön, wenn das Lied bei euch nicht läuft, aber bei mir. Was für ein Lied? Von was redet der schon wieder? Ja, aber ich glaube, die Hintergrundmusik von Starbound. Ich glaube, jetzt mache ich mich mal wieder auf den Weg und werde noch ein bisschen Arsch treten. Ich glaube, das wäre ganz gut. Aber vorher, Mist, ich wollte ja noch die Batterie kaufen, jetzt habe ich schon wieder kein Geld. Dann verschieben wir das auf später. Bist du nicht extra dafür zum Miete eintreiben gegangen? Ja, aber ich habe auch noch andere Sachen gemacht. Du musst Prioritäten setzen. Meine Priorität ist jetzt Arsch treten. Au! Ja, doch nicht bei dir, Ela! Lass Ela in Ruhe! Mist! Was ist das denn? Tut doch weh. Ich sehe, ob ich da hinkomme, ohne zu sterben. Na, so hart hatte ich jetzt auch nicht getreten. So, gucken wir uns das Friendly-Ship an, wenn kein anderes da ist. Wir brauchen Mac Talier. Ich muss meinen Mac ja unbedingt aufrüsten. Und wird es ja auch schon seit Ewigkeiten Zeit. Ja, auch ein Grund, warum ich Sachen suche. Ich will unter anderem die Homing Missile haben. Ja, überhaupt, die Ela, die hat heute immer so ein gutes Timing, wenn sie was sagt. Das darfst du ruhig öfter so machen. Das ist lustig. Und manchmal zum Nachteil des Tigers. Am Windows-Update. Ja. Das Windows-Update, da hättest du das erste Mal was Gutes gemacht, hä? Huh? Ach, die Sachen hier kenne ich doch alle schon. Hm, naja. Was? Da leben ja noch welche, ich war hier noch nicht. Solche, der neue Wire. Endlich kann ich diesen tollen Helm immer tragen, zu jeder Zeit. Aber wenn solche der neue Wyatt werden will, dann muss er sich noch ein paar Mal mit mir prügeln und muss einen Sprachfehler irgendwie noch kriegen. Okay, das zählt, das zählt. Oh ne, extreme Dingsbumse will ich jetzt nicht machen, extreme Anomalien. Also wer will jetzt meine Manipulator-Module, die ich gefunden habe? Ich nehme sie. Ja, Tiger hat sich als erstes gemeldet. Dann gib sie ihm. Denn wir sind großmütig und teilen gerne. Und waren jetzt dann doch 6 Stück auf dem Planeten. Aber warum die dumm, die dumm, die dumm? Da, 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 da. Da, da, da. Oh, ich könnte meinen Krabbe mal wieder füttern. Da habe ich immer noch keinen richtigen Namen gegeben. Ich weiß, Jena, du hast Krabbi gesagt. Die Diodenfrüchte magst nicht. Magst du Kiwis? Ach, fehlen immer noch 7 für das Kiwis magst. Okay. So, was haben wir denn? Von der anderen rede ich mal noch gar nicht. Hostile Ship Low, ja, das kann man mal machen. Ich werde schon wieder mit Sachen beworfen. Das ist doch normalerweise meine Aufgabe. Auf was für einen Planeten bist du denn? Ich? Oder was für ein Sternensystem, China? Keine Ahnung. Gute Nacht, Smoo. Danke, dass du dabei warst und bis bald.
Gute Nacht, Mu. Bis vielleicht bis morgen, wenn du Zeit und Lust hast. Wie geht's denn hier raus? Immer den Fackeln nach. Drück auf den Knopf, wo Airlock drüber steht. Ich bin gern gemein. Angriff! Jetzt hier raus, nach oben! Da, wo Luft ist. Ja, verzieh dich, du Restmüllpickel! Ja, Weltraumzecke erledigt. Ein RAM-Riegel wiedergekriegt. Bestimmt 8 Megabyte. Das lohnt sich voll. Was? Hast du den RAM-Riegel eben gegessen? Die sind nicht zum Essen, Ela. Nicht. Kein Schokoriegel. Das ist auch kein Corny. Bonk, bonk. Mondgesicht, das passt wirklich bei den Viechern. Aber ich bin doch ein Asteroid. Heul doch. Geh in den Schrank und heul. Ach nee, im Weltraum, die haben ja keine Schränke, ne? Also Franz, da muss ich dir widersprechen, das stimmt nicht ganz. Hast du mal diese alten Spiele namens Space Quest gespielt? Da gibt's sehr viele Besenschränke. Oh, da kommt ja noch was. Ja? Ja, der Mac, der hat das Upgrade echt nötig. Geht ja nicht an, dass ich hier gegen die Low-Level-Gegner immer noch so kämpfen muss. Ja, wenn du Low-Level bist. Bin ich ja nicht. Nur der Mac ist halt nicht aufgerüstet. Also bist du Low-Level. Dann kann ich aber nichts für, weil alles Zeug, was ich reingeschleppt hat, hat jemand anders verwendet. So. Jetzt habt ihr den Franz zur größten Bösartigkeit gebracht, die er hervorbringen kann. Jeder wäre? Er war böse, hast du es nicht gehört? Nein. Das reicht China nicht. Ja. Aber jetzt beruhigen wir uns wieder. Nein, das habe ich tatsächlich in so einer Affenvilla gefunden. Das Bett. Ach, ist das so ein königliches, goldenes? Ja. Ja, die sind schön. Burn, Mother. Ich habe mich selbst zensiert. Burn. Häcksel, Häcksel, wer kommt jetzt in das Mitfleisch? Jetzt kriegt Xena wieder Hunger, ich weiß. Wir drehen die Weltraumbanditen durch den Fleischwolf. Feinste Spacemit. Hol die Belly. Gute Nacht, Belly. Jetzt wird sie wach, sie hat ihren Namen gehört. Was? Also, du kannst anfangen zu singen. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling. Warum soll ich... Ja, ich musste halt eine Endung finden. Kein neues Schiff mehr hier. Ja, gucken wir uns halt mal wieder eine Anomalie an. Lalala, lalala. Feilen wir an den Fingernägeln herum, während das Bob-Ding sein Ding macht. Jetzt fange ich schon an wie solche und rede die ganze Zeit von Dingen. Ja, weil Dinge beschreibt einfach viel. Es ist auf jeden Fall ein sehr omnipotenter Begriff. Das ist ein trockener Graslandplanet. Der Kein Begriff? Ding, oder wie? Nein. In einem... unbekannten Land vor nicht gar zu allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. Ich weiß, es gibt von Belly so Motze. Ich wollte gerade sagen, solche guckt sich Belly nicht auch die Folgen an? Und diesen Tiger, den ich meine, nennt sich Xena. Orange, schwarzer, weißer, großer Xena. Aber nur eine Stunde. Ist doch ein schönes Lied. Ist es vorbei? Kann ich die Lautstärke wieder hochdrehen? Ja. Gut. Gib's zu, du hast... Ich wüsste auch nicht, ob er wieder anfängt. Heimlich hat er auf plus 6 Dezibel gedrückt. Weil er abgehen wollte. Ja, aus dem Fenster abgehen. Wenn es so schmeckt, wie es riecht, schmeckt es gut. Das sagte Willi, die Drohne. Ja,
Stimmt, wenn er eine Drohne ist, warum ist der Typ eigentlich noch nicht tot? Man weiß es nicht. Habe ich so einen schönen Comic gesehen. Bei Heidi, da gab es ja dieses Mädchen im Rollstuhl, ne? Und Heidi ist mit da draußen unterwegs und fragt sie, was ist das beste Bier? Und da sagt die, Radler mit Zitrone. Und da sagt Heidi, Pfirti, und schmeißt sie gerade unten in die Felsspalte. What? Pfirti. Tschüss. Warum Radler mit Zitrone? Ah ja. Es gibt Radler nur mit Zitrone, weil es war für Radler. Ja, es gibt auch Radler mit Zitronenscheibe, ne? Nein. Doch. Manche Leute, die... Nein, dann ist es nämlich ein Bier mit Zitronenscheibe. Ein Radler ist Bier mit Zitronenlimo. Ja, und da kannst du auch noch eine Zitronenscheibe dran haben. Beweise mich falsch. Mach das in Bayern und du wirst am Kirchturm aufgehängt. Ja, das sag ich doch. Deswegen hat die ja auch die andere einfach in die Spalte geschmissen. Weil das ist kein gutes Bier. Da habe ich einmal fast einen Anfall gekriegt. Okay. Ich verstehe es auch nicht. Was? Na, ich schicke euch das Bild später mal. Da ich vom Bier nicht viel verstehe, wird das nicht viel bringen. Aber dass solches nicht versteht, wo er doch gerade selbst quasi den Grund genannt hat, warum sie so reagiert, wenn die sagt, das beste Bier ist... Nein, warum man sein Leben so riskieren sollte. Tja. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich frage mich, ob Klitschbier wohl mit Öl gebraut wird. Es gibt richtig gutes Bier. Als sie dann mal das richtig gute Bier dann einfach mit Billiglimo gemischt haben, ich dachte, ich drehe durch. Nein, das ist dann ein besserer Radler. Der schmeckt besser. Es mag vielleicht gut sein, aber... Nein, es ist egal, ob es gutes oder schlechtes Limo ist Limo. Reine Geschmackssache. So oder so macht man das mit einem guten Bier nicht, oder was willst du uns damit sagen? Oh, da hängt ja noch ein Kasten rum. Was macht da ein Schrank? Was? Habt ihr euch übrigens schon den speziellen Mieter angeguckt in meiner Kolonie? Nein, ich habe noch nicht mal den Warp-Punkt, ja. Genau. Oh. Aber ich muss jetzt erstmal Treibstoff abbauen. Blaue Kristalle. Oh, und ein Mac-Blueprint. Und das aus einer Kiste, dass ich das mal erleben darf, ey. Also so eine Kiste, die da einfach am Asteroiden bappt. Hätte nicht gedacht, dass das mal passiert. Ich nehme die Kristallblöcke mal mit, ne? Weil ich glaube, die brauchte man auch für irgendeinen speziellen Bewohner. Nicht, dass ich mir jetzt als Ziel gesetzt hätte, alle speziellen Bewohner anzulocken. Aber wenn wir die Chance haben, können wir ja mal machen. Jetzt, wo du alle Rezepte hast. Noch nicht, noch nicht. Stimmt, ich könnte jetzt gleich mal zurückgehen. Das Zeug könnte gut sein. Nein, früh aus. Geh weg. Wieso bist du gerade daheim, Ela? Nein, bloß die Feinde hier sind echt übel. Mal gucken, wann die rosa Kackwurst wiederkommt. Wo läuft denn das? Tele 5 oder so? Ja, das ist so ein alter Schinken, gerade mal nachkoloriert. Okay. USCM MacBuddy, kann ich schon. Braucht jemand dieses Rezept? Wer weiß. Keine Ahnung. Sehe ich dann, wenn ich immer wieder mal in die Kiste gucke. Ah, war das die Clara im Rollstuhl? Okay. Ja, stimmt. Wo waren die nochmal? Die war ja nicht heimisch heidisch. Und Heidi ist sowieso eine Schweizerin, glaube ich. Ja. Wow, scheiße! Da hat auf... Schön. Da hat auf einmal das Glashaus aufgehört bei unserer Heimat. Und ich habe mit dem Spikeball rübergerollt und statt dass er auf der anderen Seite runterrollt, fällt er runter von ganz oben. Lebst du noch? Tiger? Nein, wag es nicht. Ich bin tot, aber... Nein, ich glaube, er hat es nicht überlebt. Er wurde wieder zusammengesetzt. Ja, und hätte er jetzt meine ganzen Sachen eingesammelt. Ich hätte ihm meinen Namen ins Fell rasiert. Er hat kein Fell. Dann klebe ich ihm erst halt ein paar Schamhaare an von dir.
Und dann rasiere ich was rein. Ich will aber nicht sein Bart haben. Hier. Aber das war nur ein kurzer, kleiner, gewalttätiger Gedankengang, von dem wir uns jetzt distanzieren. Du kannst den Raketenwerfer, Minenwerfer unten lassen. Ich hab hier was für dich. Jetzt schnell weg. Mir fiel ja auf, ich muss in die andere Richtung. So. Ich konnte das Rezept noch nicht. Dann ist doch gut, oder? Hättest du ruhig mal Dankeschön sagen können. Hat mir einfach mein Typ da eine Spritze gesetzt. Da ist die rosa Kackwurst. Hallo. Tschüss. Seid ihr nicht die besten Freunde? So, und die Passblam ist aber... Doch, die Passblam ist auch reif. Das zählt nicht als reif? Echt nicht? Oder ist das, weil der Depp im Weg steht? Nee? Okay. Ja, ich nenne meine Crewmitglieder Depp. Das ist sehr eloquent. So, also 4 Rezepte waren es noch, wenn ich mich da recht erinnere. Was können wir denn jetzt machen? Ultimate Juice brauche ich. Feathercrown, Boneboo, Watermelon, Neonmelon, ja. Toxic Top. Dankeschön. Schena hat immer die leckersten Speisen. Jetzt bist du auch noch da. Schleimige Konsistenz hier. Ich hätte gedacht, du willst mir den Außenposten zeigen. Was? Achso, ja gleich, aber ich muss jetzt erst noch was kochen. Was habe ich gesagt? Neonmelon, Toxic Top. Wo habe ich denn die Toxic Top hin? Wieso sind hier im weißen Kühlschrank rohe Speisen? Das war ich bestimmt dann nicht. Rohe Tentakel, rohe Rippchen. Ja, okay, die Rippchen, ja, das war Absicht. So, was brauchte ich jetzt noch? Die haben mich schon mal vergiftet heute. Feathercrown und Boneboo. Du sollst ja auch gucken, was du isst. Ich gehe in die weißen Kühlschränke, weil da angeblich die fertigen Nahrungsmittel drin sind. Der Rest ist mir doch egal. Wie kannst du eigentlich vergiftet werden? Du bist eine Blechdose. Schadhafter Code. Oh, shit. Ich glaube, ich gehe die Sachen frisch ernten, weil die finde ich doch jetzt hier nicht. Haben wir aber echt keine Boneboo und keine Feathercrown mehr da auf Lager? Das gibt's doch nicht. Oh nein! Er hat schon wieder Musik angemacht. Dementsprechend wird er bestimmt gleich abhauen. MC Hirnschaden legt wieder auf. So, also die beiden Feathercrowns dann bitte mal mit. Und auch gleich wieder anpflanzen. Das ist heute Morgen sehr schön. Und Boneboo da oben. Gut. Dann ist Ossel gleich wieder ein Stückchen glücklicher. Unconnected, okay. Unconnected. So. Genau. Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Ich muss ein Stockwerk höher. Und dann? Keine Ahnung, dann singe ich bei den Titan Lyrics damit. Ich habe einen Ultimate Juice gemacht. Ein Ultimate Juice? Ja, das ist ein ultra komplexes Rezept. So, was bleibt dann noch? Jetzt fehlen mir 3 Savage Proton Limiters. Hm? Ich weiß, wem sie dann auch gleich wieder fehlen, weil er sie sich irgendwo abholt. Hä? Burning Eyeballs, ich brauche immer noch Chili, habe ich immer noch nicht gemacht. Chili. Ja, ich bin ja gleich soweit. Ihr könntet zu mehr Tempo beitragen, indem ihr mir eine Chili sucht. Ah, ich habe schon eine. Ah, du hast die ganze Armada von Kühlschränken, ja? Da wären doch irgendwo deine Chilis drin. Du musst es doch wissen, als derjenige, der sie da auch reinpackt. So, okay, da ist noch ein neues Rezept aufgeploppt. Hotbone und Coral Creep Curry. Es geht noch weiter. Ja gut, aber jetzt zeige ich euch erstmal die tolle Kolonie. Wupp. Franz Kaulquappien. Jetzt müsste das Lied von Jurassic Park laufen. Ihr liebe Freunde, das ist es, Franz Kaulquapp Park. Und Shena kriegt meine Salben.
Ja, wenigstens spielt er das schöne Lied, ne? Oh, er findet es schön, da muss ich ja wechseln, ne? Nein, es ist mit der Steuerung jedes Mal. Okay. Ich hab's jetzt anders genannt. Danke fürs Bewerfen. So, wo ist jetzt dein super Ding? Das würdest du jetzt gerne wissen. Ganz am Ende, ganz links. Zieh vor eine Sonnenbrille auf, sonst blendet sie dich. Warum sind hier alle Türen zu? Weil er keine automatischen eingebaut hat. Genau. Sie jetzt gleich ab. Da hebst du dir doch einen Bruch. Dann ziehen die ganzen Siedler aus. Xena, was hat er dir gegeben? Wer, wie, wo, was? Was hat die dir gegeben? Du standest, glaube ich, da, als ich dir die Miete eingefordert habe. Weil das könnte sein, dass das was Besonderes gibt. Secret Note, warum kriege ich jetzt eine Secret Note? Wer ist denn... Wen meinst du eigentlich? Das im Röckchen, das hier in der Pastellbude haust. Was soll das sein? Die Fee? Die meint, sie ist eine Balletttänzerin. Ja, der sterbende Schwan. Meint sie. Eine strahlende Erscheinung. Die Tür schon wieder zu. Ja, was denkst du denn? Automatische Türen sind toll, oder? Ja. Ja. Ich baue jetzt echt gleich mal die ganzen Türen hier ab. Immer wird mir hier vor der Nase das Zeug zugetragen. Nein, dann gehen die Mieter raus. Dann beam dich lieber weg. Alternativ könnte er sich ein Jetpack oder einen Kletterhaken holen. Ja. Okay, die da oben haben noch nichts. Ja. Das ist eine wunderschöne Siedlung. Ich bevorzuge eindeutig meine Bauweise. Ja, für die Optik würde ich deine auch bevorzugen, obwohl so optisch schön ist deine jetzt auch nicht. Hui! Ich renne zumindest nicht ständig für irgendwelche Türen. Ja, mir Wumpe. Franztopia, genau. Franztopia, das ist cool. Ich nenne es Mietbaracke. Ich habe noch Caution davor gesetzt. Caution. Passt das überhaupt in die Zeile? Ja. Jetzt sind hier wieder... Überall diese akustische Belästigung, da kann man gar nicht meditieren. Ja genau, mach das an und wir machen die blöden Affen da drüben aus. Zeit wird's, das ist keine Dichtkunst, die machen einfach nur komische Geräusche. Mal so ein paar pinke Sachen scannen. Wer weiß, wofür das eventuell mal gut ist. Das Problem mit der Affenschubbox hat sich gerade erledigt. Wie das denn? Ich hab's einfach abgebaut, weil ich hab's ausgemacht, er hat's wieder angemacht. Hab ich gedacht, gut, wir umgehen das System und machen was anderes. So. Du kannst doch nicht einfach das System umgehen, dafür ist das System da. Ich brauche Chili, Coral Creep, Rice und Tomato. Gut. Aufgeschrieben, weil ich mir ja eh nicht merken kann, ne? Also, genau ein Reis. Zum Glück müssen wir nicht alles unter Wasser setzen, um ein bisschen Reis anzubauen. Dann wird's hier nur noch nach feuchtem Affen stinken. Okay. Was ich sonst brauche, ist hier nicht gut. Also eher schlecht. Andere Ebene. Oh, wie diese Pflanzen schön einträchtig nebeneinander in voller Blüte stehen. Ich finde es hier äußerst schwer, Mieten einzutreiben. Ständig sind die Türen zu. Und ja, hast ja deine eigene Kolonie, ne? Ja, aber deine Mieter haben Ansprüche. Meine meditieren und haben Askese. Vor allem gehe ich gerade mit dem Scanner durch. Ist zwar nicht viel, aber ein paar Sachen. Okay. Ja, die Pastelldinger bestimmt. Die kannst du noch scannen. Unter anderem. Nur wer will sowas in der Bude stehen haben? So, Coral Creep habe ich, Tomato habe ich, Chili habe ich, Reis habe ich. Das müsste dann jetzt reichen, ja. Was habe ich denn hier alles? Oh, viel zu verkaufen. Das behalte ich. Das kann weg, das kann weg. Rocket Launcher. 50,9. Das klingt gut. Wenn sonst keiner braucht. Normalerweise bei Rocket Launcher reagiert Xena doch sofort. Was weiß ich, was immer für Werte sind. Das war der reine Schaden. So, also, was habt ihr heute eigentlich alles geschafft, hä? Ich hab wieder viel gekocht. Und eine Kolonie aufgebaut. Ich habe eine Raumstation gebaut. Okay, ja, das lasse ich durchgehen. Raumstation, das ist gut. Und solche hat immer wieder die Affen-Playlist angemacht und hier Rauchgeneratoren hingestellt. Und gefarmt. Aber kein Grünzeug. Und verkauft. Und was hast du mit dem ganzen Geld gemacht? Ach, die Lizenzen gekauft, ne? Richtig. Es gibt Coral Creep Curry...
Schön schlapsig triefend, wie Oma ihn immer gemacht hat. So. Was steht denn jetzt noch an? Ja, ich glaube jetzt nur noch die Passblom-Sachen, oder? Obwohl. Hotbone? Das kann schon sein, dass es Tiger war. Er ist ja schließlich vor Franz geflogen. Hot-Hot-Hotpot kann ich jetzt kochen, nachdem ich den Hotbone gemacht habe. Arvis Mingo, da brauche ich eine Lava. Da kommt. Nein. Da kommt Lava ins Rezept, Leute. What? Man kann es echt übertreiben hier mit dem Hardcore sein wollen. Ja, diese Chili-Heads, wenn's Capsaicin einfach nicht mehr ausreicht, hä? Kann man ja gleich die mit Honig beschmierten Genitalien in einen Ameisenhügel hängen. Ein bisschen Zeug mal verkaufen. So. Eine Arvis Mingo, die lagen, glaube ich, noch zur Genüge in den Kühlschränken. Das behalte ich. Das kann ich verkaufen. Ah, da war noch einer. So. Wunderbar, der Franze ist in der Küche da. Liebes Tagebuch, hier bin ich mal wieder. Hast du mich vermisst? Heute habe ich Uga und Freelance meine Kolonie gezeigt. Sie waren irgendwie nicht sehr begeistert von der Einfachheit der Konstruktion. Sie können halt einfach nicht die einfachen Dinge im Leben genießen. Das müssen sie irgendwann mal auf die harte Art und Weise lernen, glaube ich. Dann wissen sie, wie schön es ist, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben und ein paar Wände außenrum. Aber wirklich, wirklich gut ist eine Wohnung erst, wenn sie einen schönen Kräutergarten außenrum hat, ja. Mit allen möglichen Kräutern und Tee und so weiter, eine Gewürze zu kochen, nur dann kann man das Karma so richtig in den Erdboden zurückfließen lassen. Vorzugsweise nachts, wenn keiner dabei zuguckt. Ich habe einen Witz gemacht. Außerdem war ich ein klein wenig mit meinem Mac unterwegs, aber das muss ich eh demnächst noch mal machen, ne? Also, das waren meine heutigen Abenteuer. Bis bald, dein lieber Franz.